Auf der Autobahn sind heute die Polizisten Anne Fresendorf und Shayan Terrani unterwegs, als eine erneute Verfolgung gemeldet wird. 15:30 schon erneut. 15:30 hört? Ja, Frau Pupp meldet uns hier, dass ihr Ehemann einen Autodienst selbstständig verfolgt. Unsere Information nach, der ist unterwegs auf der A1. Könnt ihr das mit übernehmen? Ja, ist verstanden. Ja. Wir haben hier eine Helikopterunterstützung angefordert und der 1531 ist mit unterwegs, handelt sich um ein Fahrzeug von Mitsubishi, Kennzeichen ist Köln XY568. Der Wagen, der verfolgt wird, ist ein Ford, Kennzeichen ist Köln LA973. Mehrere Streifenwagen sowie ein Helikopter sind im Einsatz, um die Täter ausfindig zu machen. Kurz darauf entdecken die Beamten zwei Autofahrer, die keinerlei Rücksicht auf die anderen Verkehrsteilnehmer nehmen. Sie versuchen, die Rowdies zu stoppen. Ja, wir haben Sichtkontakt zu den beiden. Helikopter bestätigt ebenfalls Sichtkontakt. Die Fahrer heizen mit 160 Sachen über die Autobahn, als einer der beiden plötzlich die Kontrolle verliert. Super, klasse, ey. Das Ende der Verfolgungsjagd. Das überholende Fahrzeug landet im Graben. Anne Fresendorf sieht nach den Verletzten. Hallo, hallo, alles in Ordnung bei Ihnen? Hallo. Ich gehe mal auf Ihren Fall. Kann ich hören? Was passiert? Geht's Ihnen gut? Mein Knie. Ach du Scheiße. Oh. Okay. Wir haben mit dem Unfall nicht gerechnet, als es dann zu einem so heftigen Knall kam. Also haben angehalten, sind direkt aus dem Auto rausgesprungen und haben geschaut, ob irgendwelche Verletzte sind. Wir konnten den Leuten erstmal nicht helfen. Wir konnten nur gucken, ob es ihnen gut geht, ob sie noch am Leben sind, ob sie irgendwelche Verletzungen haben. Da die Verletzungen jedoch so stark waren, haben wir direkt einen Notarztwagen verständigt, beziehungsweise mehrere. Mann. Anhalt für 15:30. Anhalt für? Ja, wir haben zwei augenscheinlich schwer Verletzte. Sanitäter sind unterwegs, ist richtig? Der Fahrer des anderen Wagens steht nur unter Schock. Ihnen geht's gut? Ja, ich glaube. Reden Sie mit mir. Soweit. Ist in Ordnung? Ja. Ja? Verletzung irgendwie? Ne, also ich merk mal. Ja? Merk mal gerade im Moment nichts. Genau. Okay. Wie ist das passiert bei Ihnen? Ich glaube, Sie können am ehesten reden. Kommen Sie mal mit rüber. Nein, bleiben Sie hier. Stopp. Hallo, Polizei, Sie bleiben mir stehen. Alles passiert. Stehen bleiben, ruhig bleiben. Diesen Penner, der hat mein Auto geklaut. Verstanden? Sie erklären mir jetzt schön nacheinander, was passiert ist. Der hat mein Auto hier geklaut. Ja, das ist jetzt sekundär. Was ist hier passiert? Ich habe die Sache selber geregelt mit Ihnen. Sie haben ja scheinbar einen Unfall. Was ist da passiert? Das möchte ich wissen. Der ist mir in die Seite reingefahren. Okay, und warum? Das muss ja einen Grund haben. Der hat mir die Karre geklaut, der Schwein! Stehen bleiben! Sonst müssen wir ihn Handschellen anlegen. Bleiben Sie mal bitte hier, okay? Beruhigen Sie sich erstmal. Und jetzt erklären Sie noch mal in aller Ruhe, was passiert ist. Ihr fährt ab oder was macht ihr? Ja, ja. Shayan, ich geh kurz rüber. Ja, gut. Und sehe auf einmal, wie mein Auto aus der Einfahrt fährt. Okay. So, das heißt, dann bin ich natürlich ruckzuck ab in die Karre von meiner Frau und habe den verfolgt. Wir haben zwei Autos vorgefunden, die so ineinander verwickelt waren, als dass es sich hier um einen Diebstahl eines Autos handelte. Eine Person wollte dann diesen Diebstahl verhindern, indem sie hinterhergefahren ist. Und so haben sich die beiden dann auf der Autobahn gerangelt und sind dementsprechend ineinander gefahren. Der bestohlene Autobesitzer hat den Dieb gestellt, nicht ohne Folgen. Einsatzleiterin Kati Jamili reicht einen Blick auf die Unfallstelle, um den Ernst der Lage zu erkennen. Die Frau des Bestohlenen ist ihrem Mann hinterhergefahren. Nicht ohne Grund, wie sich zeigen wird. Ich muss ja ganz. Das ist Ihre Frau? Bianca. Wo kommen Sie denn her? Wo kommen Sie denn her? Ich hab ihn. Hast du ihn gesehen? Was hast du denn gemacht, Schatz? Ja, ich hab ihn. Ich hab mir doch gesagt, ich krieg das Schwein. Wahnsinnig. Diesen blöden Mann. Sie sind wer? Ich bin die Ehefrau. Entschuldigung, Bianca Fuchs. Ich hab dir gesagt, ich krieg den. Der haut mir nicht mehr ab. Schatz, was ist dir denn passiert? Mir überhaupt ist gar nichts passiert. Mir geht's gut. Also ich merke mal kurz rüber. Geh mal rüber, alles klar. Das sind ja zwei Autos, ne? Ja, geben Sie mal kurz die Hand. Ja. Und einmal schön atmen. Schön atmen. Aber noch ein Stiffneck, ne? Puls ist da. So, schön. Versuchen Sie ganz entspannt zu atmen, ja? Ich wollte das alles tief nicht. Tief einatmen. Was ist so passiert? Tief, genau. Und langsam wieder ausatmen. Wenn ich hier drücke? Ganz entspannt, langsam, ja? Ganz langsam. Hast du? Ja, ich hab. Das erste Bild, was wir
sichten konnten, waren zwei verletzte Patienten. Theoretisch müssen beide Patienten vom Notarzt gesehen werden und untersucht werden. Und in dem Fall war es wirklich so, dass der Fahrer stärker verletzt war und stärkere Verletzungen hatte. Dementsprechend bin ich eher hauptsächlich bei dem Fahrer geblieben und habe mich eher um den Fahrer gekümmert. Der Beifahrer konnte dementsprechend von meinen Kollegen versorgt werden. Doch dann stört der bestohlene Fahrzeugbesitzer plötzlich die Untersuchungen. Das ist doch mein Bruder. Frau Doktor? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Dieses Schwein, da klaut er meinen Wagen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das ist mein Bruder. Hendrik Fuchs, mein Bruder. Super Bruder. Die Drecksau, die beklaut mich. Ja, schon immer so. Immer das schwarze Schaf in der Familie. Es ist äußerst merkwürdig, dass der Mann vom eigenen Bruder bestohlen wird. Was dahinter steckt, werden die Beamten noch erfahren. Erst geht es um die Versorgung der Verletzten. Können wir uns gerade helfen, nur beim Rausheben auf die Trage? Dann haben wir ihn raus, also er muss raus. Wirklich nur die Patella oder was? Ja, offensichtlich. Okay, alles klar. Pass auf, dann mache ich den fertig. Bitte? Er ist jetzt soweit stabil, beide, aber der andere hat ja wohl nur eine Knieverletzung in Anführungsstrichen. Wir müssen aber jetzt sehen, er muss raus. Also, was hat er denn für ein Problem? Schafft ihr das, dann bleibe ich bei ihm. Ja, was hat er jetzt für ein Problem, Kathi? Moment. Ja, also ich glaube, AB-Problematik könnte gleich entstehen, ne? Also die Rippen sind nicht so stabil. Alles klar. Christian, kriegst du die Stützen noch ab? Ja? Einmal kurz die Hand wegnehmen. Ordentliche Prellmarke, Franco. Müssen wir gleich auf jeden Fall monitoren. Ja, Rippe rechts. Wir ziehen das Kitzsystem jetzt an. Genau, so schön entspannt atmen. Entspannt atmen, genau. Und versuchen, ruhig zu bleiben, ja? Wir kümmern uns gleich. Ja, mache ich gerne. Die Versorgung des Fahrers war zunächst etwas kritisch, weil der Patient angab, nicht gut Luft zu bekommen. Und es sah folgendermaßen aus, der hatte wirklich starke Prellungen und Verletzungen im Bereich des Brustraumes und im Bereich der Rippen. Wenn dann nämlich eine Rippe in die Lunge reindrückt, dann kann es zu einem sogenannten Pneumothorax kommen. Und das ist natürlich lebensbedrohlich und sehr, sehr akut. Die Bergung des Mannes ist daher nicht ganz ungefährlich und muss gut vorbereitet werden. Der Beifahrer hat sich durch den Aufprall das Knie verletzt. Er hat starke Schmerzen, ist aber ansprechbar. Alles gut, wir sind da, ja? Kommen Sie her, halten Sie sich an mir fest. Passen Sie auf, geben Sie mir, genau, super. Alles gut, schön an mir festhalten, genau. Alles gut. Das Bein ist noch dran. Wir setzen nachher die Kniescheibe oder eventuell den Frau Doktor. Jetzt wieder reinsetzen, dann ist so alles gut, ganz gut. Ne? Alles klar? Du kriegst hin. So, mach das mal selbstständig mit dem Bein. Einmal mit dem Bein hier jetzt rum. Ja, super, 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 super. Ja, ja, alles gut. Alles gut, alles gut. Wir wissen, dass das wehtut, alles gut. Ja, komm mal her. Du bist ein ganzer Kerl. Komm, einmal auf das linke Bein stellen. Linke Bein stellen, stehen bleiben. Stehen bleiben, stehen bleiben. Ja. Der Nacken. Kopf hoch, tief einatmen. Ja. Du schaffst es. Bisschen runterfahren. Du schaffst es. Alles gut. Oh, der Nacken. Los, fest und jetzt gegen festhalten, genau. Und gegen Rücken. Gegen Rücken hoch. Eins, zwei. Ja. Nochmal. Eins, zwei. Bist du da? Ja. Ist egal, ist egal, ist egal. So, unten aufgreifen. Kurz ablassen. Genau. Für euch. Ja, ist so. Gut. So, wir ziehen deine Schulter hoch. Ja. Ach da. Eins, zwei. Und drei. Jawohl. So, und jetzt einmal nur in meine Richtung. Und schön wach bleiben. Schauen Sie mich mal an. Dann sind wir auch schon auf der Trage. Schauen Sie mich mal an. Oh Gott, genau. Schauen Sie mich okay. an. Eins. Nimm unten, Kopf, Kathi, pass auf. Ja, ich gehe hier ein bisschen weg. Sofort. Genau. Eins, zwei und los. Hoch und eine Seite. Wie sieht's aus? Puls da, Atmung. Ja. Okay, eins, zwei, hoch. So, schaffe Trage auf und ab. Ich hoffe, es tut weh. Der Autobesitzer zeigt keinerlei Verständnis für seinen schwer verletzten Bruder. Anne Fresendorf will von ihm wissen, was genau vorgefallen ist. Ist er denn an ihr Fahrzeug gekommen? Ja, keine Ahnung, geklemmt. Wir saßen am Frühstückstisch, auf einmal fährt Auto aus der Einfahrt raus. Okay. Zack, zack, weg. Habe ich mich natürlich sofort hinter Steuer geklemmt. Ja, was haben wir jetzt davon? Wem gehört jetzt das Fahrzeug? Das ist der Wagen meiner Frau. Ja, jetzt ist er noch schuld daran, dass beide Autos kaputt sind. Ich habe angerufen, aber ich konnte ihn nicht stoppen. Wir haben telefoniert und er hat sich das in den Kopf gesetzt, dass er unbedingt den Fahrer stoppen wollte. Okay. Und jetzt sehen wir, das ist sein Bruder, sitzt in dem Auto. Und? Das wusstest du vorher nicht? Nein, okay. Wir haben nicht gar nicht gewusst, wie egal. Die Leute gefahren sind. Gar nicht. Aber der taucht darf ich mal kurz? Ja, natürlich. Der taucht doch sowieso nichts, der Typ. Schatz,
beruhigen sich doch. Ja, du weißt doch, wie es ist. Ich kann mich jetzt nicht beruhigen. Die ganze Scheiße, jetzt ist es eskaliert. Ich hab's dir immer gesagt. Irgendwann stehen wir da. Sich aufregen. Nee, er hat doch das Auto geklaut, doch nicht. Ach, Schatz, das Ganze ist doch kindisch jetzt. Ich find's jetzt gar nicht kindisch. Guck dir doch mal an, was hier passiert ist auf der Autobahn, verdammt noch mal. Ja, mir ist Gott sei Dank nichts passiert. Ja, mir ist aber nichts passiert. Aber meinen Sie, es wäre besser, wenn Sie sich jetzt aufregen? Klärt das die Situation? Nein, oder? Ja. Wie würdet Ihnen denn gehen bei so was? Ja, aber sowas bringt es auch nicht weiter, wenn Sie sich aufregen. Wir können ja das Ganze wie Erwachsene regeln, fände ich besser persönlich. Ja, sagen Sie ihm das bitte. Nee, Sie regen sich auf, nicht ich. Und nicht ohne Grund. Befragungen der beiden Brüder haben ergeben, dass das Verhältnis halt nie gut war zwischen ihnen. Reibereien zwischen Brüdern gibt es immer in jeder Familie, aber die sollten halt nicht so ausarten, dass man jetzt einen Streit auf der Autobahn austrägt oder sich gegenseitig das Fahrzeug klaut oder sonst was. Wie sieht die Lage hier aus? Die Kieschab ist halt raus, er hat halt Schmerzen, kriegt ja gleich was gegen Schmerzen. Er redet aber oder erzählt die ganze Zeit irgendwas davon, dass er seinen Bruder Daniel heißt. Nee, mein Kumpel. Dein Kumpel? Ja. Du heißt wie? Unter- Daniel, klar. Daniel. Und dein Kumpel heißt? Henrik. Das hat ihn halt irgendwie unterstützen wollte. Ja. Er wollte von mir nur Hilfe haben. Ich sollte ihm nur das Auto kurz schließen. Er wollte sein Auto holen. Vor dem ja. Kam ihm das jetzt nicht komisch vor oder so? Ich hab gewusst, dass es schon nicht das Richtige war. Aber in der Sättigung? Was macht man nicht als Freund? Doch dieser Freundschaftsdienst hat ihm einen schweren Unfall und eine rausgesprungene Kniescheibe beschert. Das Ganze war etwas schwierig, weil man wirklich parallel arbeiten musste. Das heißt, ich konnte mit Kommunikation mit den Kollegen immer wieder schauen, wie es dem anderen Patienten geht, der ja nicht so schwer verletzt war wie der Fahrer selbst. Dennoch war es wichtig, auch sich das Knie anzugucken. Und in dem Fall mussten wir das Knie auch wieder in die richtige Position bringen, beziehungsweise die verrutschte Kniescheibe. Und das musste dann natürlich auch irgendwo gemacht werden. Und da war das bestand quasi die Schwierigkeit und die Herausforderung darin, so ein bisschen hin und her zu springen und zu schauen, dass beide Patienten gut versorgt sind. Die Schmerzen sind bei mir trotzdem passiert, weil du halt was gegen Schmerzen abbekommen hast. Ne? Und dann fahren wir ins Krankenhaus und das war's dann schon. Ne? Also Glück im Unglück gehabt. Genau, jetzt schön entspannt bleiben und dann ganz ruhig, ne? Kümmern wir uns um das Knie, ja? Wie sind die Vitalparameter? Wie ist die Atmung? Die Sättigung liegt bei 96 unter Sauerstoff, ja. Die Frequenz ist bei 78. Wie ist, was sagt das Herz? Sinusrhythmus, alles gut soweit? Alles gut soweit. Sehr schön. Genau. Spüren Sie das noch? Fahr schön runter, ne? Schön entspannt. So, der ist schon leicht sediert. Der ist schon leicht sediert, also der kriegt das auch nicht mehr mit. Nee. So, gestreckt haben wir, ne? Alles klar, gut. Hören Sie mich? Schläft schon ein bisschen, ne? Ja, ja. Gut, Jungs, ich reponiere. Alles gut. Ja? Die ganze Zeit die Aufregung. Alles gut. So. Okay, einmal die Schiene. Oh, er schläft, ne? Ja, alles gut, ne? Alles gut? Ja. Alles bestens. So ein bisschen da ist alles gut. Genau. Bei so einem Autounfall ist immer natürlich die Möglichkeit gegeben, dass durch Krafteinwirkung bestimmte knöcherne Strukturen am Skelett verrutschen. Das war ja in dem Fall auch so, dass der Patient seine Kniescheibe quasi durch den starken Stoß nach außen positioniert war und dementsprechend die Kniescheibe wieder zurück positioniert werden musste. Im zweiten Rettungswagen scheint der Schwerverletzte zunächst noch ansprechbar zu sein. Doch das soll sich gleich ändern. Gut, dann gehe ich noch mal rüber. Wie sieht's aus? Uniklinik Köln, alle beide, ja? Schockraum? Ja? Alles klar? Wir sind angemeldet. Uniklinik, wie gesagt, wir rufen die Tage mal an. Was? Die Sättigung fällt. Komm, ab, dich runter. Komm, runter. Hier spielt ja gleich Harfe. Komm. Ich hab keinen Puls. Leidi. Alles klar, wie sieht's aus? Hast du... Wir haben leider gerade die eine Seite der Lunge ist am Kollabieren. Da müssen wir jetzt leider so. Pass auf, gibst du mir das Sprühdes und bringst du bitte ganz kurz. Ich muss mich kurz konzentrieren. Ich erzähle dir sofort, was los ist. Ja? Du? So. Warte, erste Sprühdes und bringst du. Kathi, möchtest du ein Set haben? Möchtest du ein Set? Ja, bitte. Das Set? So. Nee, Set schaffen wir nicht. Nicht mehr? Nee, so. Kein Set. Rein damit. Rein damit. Rein damit. So, Achtung, Nadel. Oh ja, so, und? Komm was, mal ruhig. Wie ist der Puls? Und? Sättigung? Sättigung steigt, perfekt. Ja, da kommt tief durchatmen. Ich habe wieder Atemgeräusch. Was? Wunderbar. Also, ich habe Atemgeräusch. Super. Sehr schön. Okay, alles klar. Wunderbar. Ein Zischen in der Runde. Perfekt. Von den Gas geben. Da sind sie ja wieder. Du hast die Sättigung. Ich habe nur noch ein Tschüchchen dran, ja? Hören Sie mich? Sehr gut. Okay. Alles klar? Hast du? Ich habe schon mal alles klar? Hast du schon? Ja. Super. Gut. Schauen Sie mich an. Genau, sehr schön. Oh, komm her. Daniel, wie geht's denn Daniel? Hast du? Hab ich.
Ja, der Patient hatte leider vorhin eine kollabierte Lunge. Das haben wir befürchtet. Dadurch, dass man hier auch schon so die Prellmarken sieht, ist es höchstwahrscheinlich der Fall, dass eine Rippe eingebrochen ist und ein bisschen in das Lungengewebe eingedrückt hat und dementsprechend das Lungengewebe bzw. diese Schicht zwischen der Lunge und dem sogenannten Thorax, also hier dem Brustbereich, verletzt hat. Dadurch ist Luft reingekommen. Und wenn da Luft reinkommt, verschwindet der Unterdruck in der Lunge. Und dann passiert sowas, was wir hier gerade hatten. Der Patient hat Luftnot und die Lunge auf der Seite kollabiert. Und da haben wir jetzt eine Nadel gelegt. Das nennt sich so ein Monaldi-Zugang, eine kleine Drainage. Bedeutet so viel, wie dass da jetzt so ein bisschen die Luft abgelassen wird, kann man hier auch schön sehen, dass er wieder jetzt so langsam stabil ist. Noch immer ist nicht klar, warum ein Familienstreit derart eskalieren konnte. Die Ehefrau befürchtet, dass ihr Mann sich für sein Verhalten verantworten muss. Mit was für Konsequenzen hat er denn jetzt zu rechnen? Wir haben ja sowas noch nicht. Ich? Konsequenzen? Was für Konsequenzen denn? Bin ich dann schuld? Habe ich das Auto geklaut? Jetzt mal ganz ehrlich, Sie wissen ja, dass Sie sich jetzt auch straffbar gemacht haben, oder nicht? Womit habe ich mich denn straffbar gemacht? Sie brauchen mich nicht so verdutzt anzusehen. Sie wissen doch ganz genau, dass Sie sich jetzt auch straffbar gemacht haben. Dass Ihr Bruder Ihr Fahrzeug gestohlen hat, sei mal dahingestellt. Aber das eine rechtfertigt nicht das andere. Sie hätten ja auch einfach die Polizei verständigen können, dass Ihr Auto weg ist und nicht direkt selber hinterherfahren. Ja, dann würden wir jetzt hier nicht stehen, dann wäre die Karre weg. So wäre erst der erste Schritt. Ja, der war ja sowieso weg. War ja hinter Ihnen. Ja, da konnte ich ja nicht sehen. Ich hatte mich auf ihn konzentriert hier, auf nichts anderes. Ja gut. Ich habe versucht, ihn zu stoppen. Ich glaube nicht, dass er das böse gemacht hat. Er ist nicht böse. Sie er ist einfach aufgefahren. Sie werden Post bekommen von uns. Genau, Sie werden vorgeladen, dann können Sie sich dazu äußern. Okay. Werde ich tun, ja, auf jeden Fall. Also wir haben den Verfolger nicht mit zur Wache genommen, weil wir ja die Personalien hatten von dem. Er hat einen festen Wohnsitz, es besteht keine Fluchtgefahr. Er wird ja von uns angeschrieben, wird vorgeladen. Dann werden wir unseren Bericht verfassen, den wir an die Staatsanwaltschaft weiterleiten werden. Und die werden dann schon wissen, was sie mit ihm machen. Der Bruder wurde notoperiert und konnte die Klinik nach 2 Wochen verlassen. Der Bestohlene hat auf Drängen seiner Frau von einer Anzeige abgesehen. Beide Männer müssen jedoch mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.